Schüleraustauschprojekte gibt es in Deutschland ja viele, doch die meisten Schulen suchen sich einen Partner in Europa. Dass sich eine Schule ein südamerikanisches Land aussucht, das ist eher selten. Aber genau das haben die kaufmännischen Schulen in Mülheim getan. Sie haben regen Austausch mit Ecuador, der auch soziale Hilfsprojekte beinhaltet. Andrea Icaza kommt aus Ecuador und macht zurzeit ein Praktikum in der Gynäkologie der Helios-Klinik in Mülheim. Sie kommt von der deutschen Schule in Quito, die ein Schüleraustauschprojekt mit den kaufmännischen Schulen in Mülheim verbindet, leben und arbeiten in einer fremden Kultur. Das gilt auch für David Leoro. Der Ecuadorianer macht ein Praktikum in der tierärztlichen Klinik von Elmar Breuer in Mülheim. Er wurde zwar in Deutschland geboren, ist aber in Ecuador aufgewachsen. Was habe ich für Erwartungen? Eigentlich so sehen, wie eigentlich hier das alles funktioniert mit der Tiermedizin und so, weil eigentlich möchte ich hier studieren Tiermedizin. Und ja, das erwarten, sehen, wie es eigentlich alles funktioniert. Wie das Leben und Arbeiten in Ecuador funktioniert, haben Schülerinnen und Schüler aus Mülheim bereits erkundet. Die Erlebnisse wurden unter anderem in einem Film verarbeitet. Entstanden ist das Projekt aus einer Freundschaft mit einer Lehrerin an der deutschen Schule Quito, die im November 2008 in Mülheim zu Besuch war. Zusammen mit ihren Lehrern Jörg Beckert und Esther Mergatscher bereiten die Schüler den Besuch in Ecuador nach und besprechen Hilfsprojekte. Denn der Austauschpartner Ecuador ist nicht zufällig gewählt. Hauptziel ganz klar, die Schüler sollen erkennen, in welchem Luxus wir hier leben, auch welche Privilegien wir hier haben und auch, dass sie eine soziale Verantwortung haben. Also es geht uns schon darum, uns betreuenden Lehrern, dass solidarisches Handeln ermöglicht wird, was wir eben erreichen, insbesondere durch die Arbeit mit dem Centro Labota, diese verschiedenen Solidaritätsaktionen. Das Centro Educativo Labota ist ein Hort für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren. Es ist das Solidaritätsprojekt der kaufmännischen Schulen Mülheim. Deswegen haben auch in diesem Jahr wieder Schüler aus Mülheim ein Praktikum dort gemacht. Und dort haben wir mit den Kindern Hausaufgaben gemacht oder mit denen gespielt. Und die kommen aus ärmeren Verhältnissen, wo die Eltern tagsüber arbeiten und keine Zeit haben. Manchmal, also wir selber haben das nicht erfahren, aber manche Kinder wurden auch teilweise misshandelt zu Hause. Und es sind einfach Kinder, die tagsüber eine Betreuung brauchen. Bei dem Austauschprojekt mit Ecuador lernen die Schüler aber nicht nur die Unterschiede zwischen Arm und Reich kennen, sondern auch die andere Mentalität. Ja, also die ganzen Leute sind extrem freundlich und aufgeschlossen. Man kann sich gut mit ihnen unterhalten. Es geht alles ein bisschen langsamer, was extrem schön ist, finde ich jetzt. Denn man ist nicht so im Stress und kommt man halt 5 Minuten zu spät, dann ja, ist es okay. Und nicht so wie in Deutschland, wo alles pünktlich und so ist, da alles schön relaxed ein bisschen. Zurück in Mülheim ist der Auslandsaufenthalt längst nicht abgehakt. Auch von Deutschland aus helfen die Schüler weiter. Kuchenverkauf und Kleiderspenden sorgen für Einnahmen, die dann nach Ecuador weitergegeben werden. Das Leben und Arbeiten in dem fremden Land können die Schüler nur weiterempfehlen. Das Ganze drumherum war einfach einzigartig, würde ich jetzt sagen, und es hat halt so viel Spaß gemacht. Es war einfach eine Zeit, die man nie vergessen wird, und sowas hat man noch nie erlebt und ganz spannend. Auf einprägsame Erlebnisse hoffen auch David Leoro und Andrea Icaza. Sie haben noch ein paar Praktikumswochen in Mülheim vor sich, bevor sie wieder in ihre Heimat Ecuador zurückreisen.